Hallo, mein Name ist Frank Hamm. Ich bin von der Firma Frank Hamm, sprich ich bin selbstständig, berate Unternehmen zum Thema Kommunikation, Kollaboration. Eines meiner Themen ist das Thema Google, Google G Suite, auch Microsoft, Entschuldigung. Ich wurde gebeten zu einem kurzen Impulsvortrag. Also kurz wird's, ob Impuls, das hat ja sowas Dynamisches, es ist noch früh am Morgen, ich werde mich auf jeden Fall kurz fassen. Damit will ich es auch belassen lassen zu meiner Person. Wer mich was fragen will, außerhalb, ich bin ja noch da. Es geht um den Vergleich zwischen Dropbox und Google Drive. Martin hat mir gesagt, ja, es gibt immer noch Kunden, die haben Dropbox und ja, die benutzen das auch, gerade eben auch im Gespräch wieder. Ich muss zugeben, ich persönlich auch benutze Dropbox, aber ich benutze eben auch Google Drive. Und daher kam das Thema, okay, vergleichen wir doch einfach mal. Und es wird auch ein unfairer Vergleich am Schluss. Ich habe mir einfach mal auch so angeschaut, okay, was können die Teile denn eigentlich? Was für Tarife gibt es? Also bei Dropbox und bei Google Drive gibt es sowohl das Thema Privatnutzer oder Einzelnutzer und auch Unternehmensnutzer, also Tarife für Unternehmen oder Teams, je nach Begrifflichkeit. Alles gibt es nur im Abonnement, also nicht mehr so wie früher, ah ja, ich kaufe mir dann was, eine Software und davon lebe ich dann irgendwann oder damit die nächsten Jahre mit der Version. Eine Besonderheit, die es bei Google Drive schon seit vielen, vielen Jahren gibt, also bei Google, also ich hatte ein Projekt 2006, 2007 beispielsweise, ein Journalismusprojekt, wo wir über Deutschland verteilt waren, da haben wir mit Google Docs gearbeitet und geskypt parallel und haben dann eben in Google Docs beispielsweise die Notizen parallel bearbeitet, in Google Docs die Notizen parallel bearbeitet. Also das ist nichts Neues. Es gibt es also wirklich schon seit weit über 10 Jahren. Das ist sozusagen das, was Google Drive auch mit kann. Also Dokumente, Tabellen, Präsentationen, Formulare geht auch noch. Dropbox hatte lange Zeit nichts, es hat jetzt Paper, ich weiß gar nicht seit wann, dieses Jahr irgendwann kamen sie damit raus. Paper, die haben vorher ein Unternehmen noch aufgekauft. Paper ist so eine Art Google Docs, aber ein bisschen angelegt von der Oberfläche her doch sehr an, wer kennt Medium von euch? Medium, das Bloggerportal oder die Blogger. Da sieht der Editor ähnlich aus, sehr einfach. Also man markiert beispielsweise Zeichen und dann kommt ein Pop-up, also ein Overlay, und dann kann man dann sagen, okay, es ist eine Überschrift oder es ist fett oder was auch immer. Man kann ein Bild einfach reinhängen. Sehr einfach gemacht, sehr gut. Also das sind so die beiden Besonderheiten im Vergleich zur klassischen Software, die man installiert, was die beiden eben bieten. Was ist eigentlich per se, was sind die beiden? Ist nichts anderes wie ein File-Sharing-Dienst, mit Synchronisierung, so möchte ich es mal nennen. Das heißt, man hat irgendwo in der Cloud, letztendlich in irgendwelchen Rechenzentren, bekommt man Platz reserviert, je nach Tarif eine entsprechende Anzahl, kann darauf zugreifen, einerseits über einen Browser, das war damals auch schon revolutionär, also hat im Prinzip seinen File-Manager auch im Browser drin, das machen beide. Und man kann auch synchronisieren, das heißt, man installiert auf seinem Gerät eine Software oder eine App, und kann dann auf seine Dateien zugreifen und kann dann auch beispielsweise sagen, naja, ich habe jetzt nur ein ganz kleines Notebook. Also die riesen RAW-Dateien von meiner letzten Fotosession, wenn einer Fotograf ist, die will ich lieber nicht synchronisieren, weil das sind so 2 Terabyte. Ja, und mein Notebook hat nur 500 Gigabyte beispielsweise. Da kann man einzelne Verzeichnisse ausschließen und alle Dateitypen grundsätzlich. Das ist so das, was beide machen und liefern, schon seit Jahren. Und neu hinzugekommen ist etwas, was es ursprünglich bei Microsoft gab. Google hat es dann aufgegriffen, letztendlich hat es Microsoft rausgeschmissen, jetzt wieder reingebracht. Also gibt es auch immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nicht zuletzt deswegen hat dann auch Dropbox das entsprechend reingebracht, nämlich das Synchronisieren on Demand. Das heißt, wenn man viele Verzeichnisse hat und aber begrenzten Platz, kann man sich entscheiden, nicht nur, dass man Dinge von der Synchronisierung ausnimmt, also Verzeichnisse oder Dateien, sondern man kann beispielsweise sagen, ich bin jetzt unterwegs, ich bin jetzt in einem WLAN beim Kunden, ich brauche jetzt mal dieses Verzeichnis oder diese Datei. Man sieht, man hat es nicht lokal, aber im Datei-Explorer, im File-Manager, also Windows Explorer oder im Finder bei Mac beispielsweise, sieht man eine Liste der Verzeichnisse, auch derjenigen, die nicht lokal vorhanden sind, kann draufklicken,
und dann erst wird die Datei runtergeladen. Das heißt, vorher nimmt sie außer einer Verknüpfung mit ein paar Byte keinen Platz in Anspruch. Dann klickt man drauf und wenn man ein schnelles WLAN hat, ist die Datei innerhalb von 10 oder 5 Sekunden da oder noch schneller. Die entsprechende Software wird geöffnet und man kann ganz normal weiterarbeiten. Haben auch beide. Wie gesagt, es gibt eigene Dokumenttypen, okay, Paper seit 2017 und Google hat auch die eigenen. Der Vorteil ist ganz einfach, in dem Bereich, man kann parallel bearbeiten. Also man kann hingehen und kann sagen, okay, wir sind eben ein Team beispielsweise von 5 Leuten, wir arbeiten an einem Dokument oder an einem Protokoll, wo auch immer dran und kann sagen, okay, der eine sitzt unter Umständen im Nebenraum oder gegenüber oder aber eben auch 500 Kilometer entfernt und man arbeitet parallel dran. Man sieht genau, wo der andere mit seinem Cursor ist, was er gerade arbeitet, kann Kommentare machen. Funktioniert seit Jahren. Kennt jemand Etherpad? Sagt das jemandem was? Das ist nämlich die Software, die Google hinzugekauft hat, um Google Docs wirklich benutzerfreundlich zu machen. Vor 10 Jahren oder so, 8 Jahren. Diese eigenen Dokumenttypen, die gibt es eben oder gab es lange Zeit nur bei Google, dann jetzt hat es auch Dropbox. Microsoft hat lange Jahre gebraucht, hat es mittlerweile auch, aber Google ist sozusagen der Crack da drin, viele Jahre gewesen. Man kann also wirklich komplett online arbeiten, hat alle Informationen jederzeit zur Verfügung, kann parallel arbeiten und es erleichtert vieles. Vor allen Dingen kann man dafür beispielsweise sorgen, wenn man, nehmen wir mal an, ein Meeting vorbereitet, macht eine Agenda, typischerweise, wenn überhaupt eine Agenda verschickt wird, manche machen das ja auch nicht, dann verschickt man ein Dokument mit oder sogar in der E-Mail drin und dann geht das Ping-Pong her. Ja, ich bräuchte den Punkt noch in der Agenda, das müssen wir noch besprechen. Ja, dann überarbeitet man das, kommt der nächste an. Letztendlich ist es zum Beispiel da eine Möglichkeit zu sagen, ich lege ein Dokument an, egal ob ich das jetzt mit Paper oder mit Docs mache, verschicke den Link da drauf, das ist meine Agenda. Wenn ihr Punkte habt, fügt es hinzu oder wenn ihr Fragen habt, kommentiert es. Man spart sehr viel Aufwand damit. Dieses Ping-Pong-Spiel oder bei Dokumenten, dann gegebenenfalls, man bekommt beim Projekt einen Statusbericht, ja, man antwortet, da ist eine Änderung, das ist falsch. Und beim großen Projekt hat man anschließend 30 Versionen, weil jeder was geschickt hat und irgendein armer Werkstudent vielleicht oder Praktikant oder Projektmitarbeiter muss dann hingehen, die ganzen Versionen irgendwie zusammenführen. Und dann kommt das Protokoll beispielsweise oder der Statusbericht kommt dann nach 2 Wochen. So hat man es direkt nach einer Besprechung beispielsweise. Das gemeinsame Bearbeiten funktioniert eben über Linkfreigaben beispielsweise. Kennt wahrscheinlich jeder. Wer arbeitet eigentlich, mal so rumgefragt, wer arbeitet mit Dropbox? Egal, ob jetzt beruflich oder privat. Ah, so geht schon ein paar Hände. Wer arbeitet mit Google Drive? Ah, ist die Mehrheit. Okay. Aber im Prinzip sind sie da gleich. Das heißt, man kann einen Link zum Bearbeiten oder einen Link zum Betrachten verschicken. Wer den hat, kann das entsprechend. Oder wenn man insbesondere im beruflichen Kontext dann einen entsprechenden Tarif, wenn man da einen Tarif hat, man hat Berechtigungsfreigaben, wo man sagt, okay, alle aus meinem Unternehmen oder bestimmte Benutzer dürfen dies oder jenes mit den Dokumenten oder mit dem Verzeichnis machen. Insbesondere dann bei Unternehmenstarifen, dann über Teamfreigaben, wo man nicht einzeln einen User nehmen muss, sondern eine Benutzergruppe oder ein Team. Beide haben, auch wenn mit Abweichungen, die Funktionen in ihren Tarifen für Unternehmen, was man eben auch für Unternehmen braucht. Also Benutzergruppenmanagement, Service-Level-Agreements, Geräteverwaltung ist auch immer ein wichtiges Thema, wo man sagt, okay, ja, ich will aber nicht, dass bestimmte Sachen gemacht werden mit Geräten oder überhaupt Geräte rausschmeißen. Ein Support, Sicherheit, Datenschutz, Compliance, gerade jetzt auch im Bereich, da kann der Wiki vielleicht was dazu, sagen zum Thema Datenschutzgrundverordnungen. Da gibt es ja beispielsweise jetzt auch das Recht eines Benutzers oder einer Person, ich will meine persönlichen Daten haben. Ich will von euch haben, was ihr bei euch abgelegt habt. Da arbeiten alle großen Unternehmen dran, auch Selbstständige betrifft das unter Umständen, wo ich dann sagen muss, ja, lieber Kunde, okay, Hans-Meier, das sind deine Dateien, wo dein Name drin steht. Das sind die Informationen, die ich habe über dich. Das muss man finden, das muss man ablegen, man muss es unter Umständen legen. Solche Dinge sind auch bei Unternehmenslösungen mittlerweile fast Standard, beziehungsweise die sind alle dran, das auch DSGVO-konform zu machen.
Google ist schon relativ weit mit dem Thema. Bei Dropbox ist eine Ankündigung da, wir werden es machen, wir tun es. Sie haben ja noch, ich weiß nicht wie viel, 7 Tage, glaube ich, Zeit, 8 Tage Zeit. Aber grundsätzlich sind Unternehmensfunktionen da. Eines möchte ich auch nicht ganz verschweigen, also die Übertragung zum Beispiel nach Google oder nach Dropbox ist verschlüsselt bei beiden. Aber die Dateien selbst sind unverschlüsselt. Das heißt, wenn einer sagt, ich will aber nicht, dass jemand bei Google da drauf gucken könnte, ja, also nach meinen Informationen sind die bei Google verschlüsselt, weil Google in den API, also in den garantierten SLAs dem Kunden gegenüber eben sagt, on-rest, also on-rest sind alle Daten verschlüsselt bei Google, also ob es E-Mails sind, ob es Files sind oder sonst was, die sind alle, alles was im Google-Rechenzentrum sich befindet, in der G Suite, ist verschlüsselt, ja. Das ist so. Also ich habe es erst diese Woche gelesen, da habe ich es anders rausgelesen. Also der Schlüssel kann man aber nachsehen auch in den Google Security Papers. Was natürlich so ist, der Schlüssel, Google kann das entschlüsseln. Ja? Aber das gespeichert ist es verschlüsselt. Das heißt, ein Dritter, der dort eindringt, was gar nicht möglich ist aus meiner Sicht, ja, oder vielleicht eine NSA, die Zugang sich verschafft, findet erstmal verschlüsselte Daten. Ja? Das ist so. Okay. Warten aufs Mikro. Bitte habt da Verständnis für uns. Also für mich ist es mittlerweile auch so komplex geworden mit den ganzen Bedingungen und Tarifen, oder kompliziert geworden, nicht komplex. Im konkreten Fall muss man sich eben wirklich konkret angucken, was hat man für Anforderungen, was braucht man. Grundsätzlich ist es aber so, dass es bei beiden etwas für Einzelpersonen gibt. In einer, ich nenne es mal, ähnlichen Preisregion. Die sind teilweise, also das sind Angaben pro Monat, die Euro-Angaben. Teilweise umgerechnet, wenn man es auf Jahr bezahlt, aber von der Größenregion bleibt es. Also bei Google sind es teilweise, ich glaube, 17%, die man günstiger hat, wenn man übers Jahr das Abo abschließt und nicht monatsweise. Was für mich als Unternehmen oder als Selbstständiger sowieso grundsätzlich Sinn macht, dann spare ich mir 17% und ich habe kontinuierlich oder weiß, was kontinuierlich kommt. Bitte Mikro. So. Ich meine, du weißt das auch, dass Google Drive ist natürlich diese 4 € Basic zum Beispiel oder 8 für die Business-Variante. Google Drive ist nur ein, ist vielleicht 20%. Bitte nicht meine Präsentation kaputt machen. Ach so, Entschuldigung. Ja, also stimmt. Also das bezieht sich, und das sage ich dann auch leider ungern jetzt schon, diese Angaben bei Google beziehen sich nicht auf Google Drive, sondern auf die G Suite, also das Angebot für Business-Kunden. Das ist nämlich auch der Punkt, auf den ich gleich nochmal komme. Aber grundsätzlich ist es so, wenn man jetzt einfach mal die Tarife nimmt, die das bietet, sind die in der ähnlichen Region, um für G Drive oder Dropbox ähnliche Größenordnungen zu erreichen. Wobei hier schon auffällt, also wenn ich 2 Terabyte haben will, dann habe ich bei Unternehmen den Standardtarif mit 10 €. Klar, die unterscheiden sich dann mit dem Advanced. Verschiedene gerade Sicherheitsfunktionen für Unternehmen sind dann bei den höheren Tarifen drin. Aber wenn ich mir dann angucke, der Business-Tarif hat unbegrenzt, vorausgesetzt, ich glaube, 5 Mitglieder oder mehr. Ich glaube, unter 5 hat man dann nur, glaube ich, 1 Terabyte. Aber grundsätzlich, wenn man sich das anguckt, selbst wenn man das hier in Vergleich sieht, also Standard von Dropbox und Google Drive Business, ja, dann, ich sage jetzt mal, da sind die preislich ähnlich. Zum Funktionalen komme ich dann genau auf den Punkt nämlich. Aber grundsätzlich sind sie Pi mal Daumen ähnlich, wenn man nur isoliert das Thema Drive betrachtet, also Fallsynchronisierung und Teilen und dergleichen. Klaus möchte eine Pipi-Frage stellen. Also das sind jetzt, die Unternehmenstarife sind aber dann pro User, ne? Nicht pro User, pro User und Monat. Okay, danke. Also nicht für 100 Mitarbeiter 10 € im Monat, also das wäre schön, aber
leider nicht. Auch wenn die Speicherpreise eigentlich mittlerweile Peanuts sind, sozusagen. Dropbox hat auch einen Enterprise-Tarif, den sie aber nicht, obwohl sie die Preise nicht rausrücken. Google Drive hat einen Enterprise-Tarif, sagen sie 23 Euro pro User pro Monat. Und ich glaube, das ist auch, bin mir aber jetzt nicht sicher, von den glatten Beträgen würde ich sagen, das ist bei monatlicher Kündigung. Das heißt, wahrscheinlich hat man dann irgendwas so um die 20 irgendwas Euro oder 21 irgendwas Euro, wenn man es übers Jahr bezahlt. Das heißt, grundsätzlich, wenn man sich nur isoliert das Thema Fallsynchronisierung, Arbeiten an Dateien, Freigaben, unter Umständen auch das Bearbeiten von den eigenen Dokumenttypen, wenn man nur das betrachtet, sind die funktional und vom Preis her ähnlich. Aber, und da kam genau der richtige Einwand, wenn ich mir 8 Euro nehme oder ich habe zum Beispiel den Basistarif, da habe ich eben nicht nur G-Drive drin oder selbst wenn ich den Business-Tarif mit 8 Euro habe, habe ich eben nicht nur G-Drive drin, also Google Drive und die Dokumente. Ich habe Gmail drin, das heißt, ich habe eine Unternehmenslösung für E-Mail mit da drin. Wie heißt es bei Microsoft, heißt es eDiscovery. Ich glaube, Google hat auch eine ähnliche Bezeichnung. Das ist dann, genau, also das ist dann die Standard- oder die Business-Lösung, die eigentliche. Wäre ich jetzt nicht Selbstständiger, sondern in einem Unternehmen, würde ich auch rübergehen auf den größeren Business-Tarif mit 8 Euro. Wo dann eben so Sachen wie zum Beispiel eDiscovery Sachen drin sind. Ich habe Aufgabenmanagement, das ist jetzt neu bei Google, bei G Suite auch, gibt es auch im Privatnutzerbereich. Man kann Aufgaben planen, es gibt einen Aufgabenplaner, wobei der noch nicht teamfähig ist. Behaupte ich mal, kommt auch. Man hat Kalender. Eine Kalenderlösung, also im Prinzip das, was man früher so unter Outlook verstanden hat, wobei es war ja nie Outlook, sondern Exchange-Server so in Unternehmen, das große Ding, man hat die Aufgaben, man hat die Kalender, man hat die E-Mail, und da kommt eben so ein Punkt beispielsweise, was eben Dropbox überhaupt nicht dabei hat, das kann man ja noch integrieren, also mit Office 365 gibt es eine Integrationslösung, aber man muss dann Office auch noch bezahlen, ja. Aber man hat eben beispielsweise Video- und Telefonkonferenzen mit Hangouts, jetzt heißt es ja Meetings, ich weiß gar nicht, wie es jetzt heißt. Die machen gerade einen Switch von Hangout rüber bei der Unternehmenslösung zumindest. Hangout Meetings, glaube ich. Nee, das sind zwei Lösungen. Auf der einen Seite für Konferenzen gibt es das Thema, was abgelöst wird, also das Thema Hangout Chat einerseits, fürs Chatten sozusagen, und dann gibt es Meetings, ich glaube Meetings oder Meets. Nein, das gibt oder Meet. Verrückterweise gibt es im Moment wirklich noch Hangout. Ja. Genau, gibt es noch, wobei es abgefragt wird. Wenn mich Kunden fragen, sage ich immer, macht möglichst schnell Meet. Das zweite ist dann Meet. Ja. Der Unterschied ist eigentlich, aus meiner Sicht, Meet ist ein bisschen moderner und vor allen Dingen auch stabiler und angenehmer im Handling, also ist einfacher auch zu bedienen. Und dann gibt es noch dieses dritte eben, was wir letztes Mal, glaube ich, auch vorgestellt bekommen haben. Hier in den Kreisen. Ja. Genau, also es gibt noch Chat. Dazu kommt, also was ich eigentlich bei den großen Platzhirschen mittlerweile so empfinde, das ist teilweise ein bisschen Verwirrung über die Produktpolitik. Also ja, also Google kommt dann mit Meet, mit Hangout Chat raus, dann gibt es Allo und dann gab es nochmal ein anderes. Also es kommen ständig neue Apps oder Funktionen, bei Microsoft genauso, ja. Und manchmal ist nicht ganz klar, wie geht es denn weiter? Weil jetzt die Ankündigung zum Beispiel von Meet kam relativ kurzfristig. Das ist jetzt, ich weiß nicht, den oder nächsten Monat, man kann es nochmal rausschieben, aber im Prinzip ist es in den nächsten Wochen ist es abgeschaltet. Da würde ich mir eigentlich bei allen so ein bisschen mehr Verlässlichkeit erwarten, zu sagen, okay, wir haben das und das vor. Aber auf der anderen Seite ist es so, sie probieren es halt aus und wenn es ankommt und funktioniert, wird es dann umgeswitcht. Muss man abwägen. Notizen, wer kennt Google Keep oder Google Notizen in Deutsch? Benutze ich nicht, aber ich kenne es. Also, weiß nicht, 2/3 fast kennt es oder 2/3.
Wobei ich sagen muss, das ist ein Punkt, dass dass Google immer noch so ein bisschen sehr Chrome-lastig ist für ihren Browser. Das heißt, gescheit benutzen kann man beispielsweise die Notizen von Google nur, wenn man Chrome-Browser einsetzt. Wenn ich einen Firefox oder einen Edge oder einen Safari habe, dann kann ich bestimmte Dinge nicht machen. Ich muss immer auf die Seite, also muss Keep direkt aufrufen. Ich habe keinen Plugin, keinen Add-on, keinen Extension oder sowas. Ist in anderen Bereichen ähnlich. Auch in Hangout beispielsweise gibt es entsprechende Dinge nur, wenn man eben einen Chrome-Browser hat. Funktioniert genauso, aber wenn man es sich leichter machen will. Man hat Google Plus, die Diskussion möchte ich jetzt nicht einsteigen, ist Google Plus tot oder nicht? Aber es gibt es als zugesicherte, das muss man auch dazu sagen, das sind die zugesicherten Apps, die im Service Level Agreement mit drin sind, von der G Suite. Es gibt noch um die 40, 50 andere Apps, die man auch als Privatnutzer kennt, die man auch als Business-Benutzer, wenn es freigeschaltet ist, nutzen kann. Also der Admin kann es aus- oder einschalten, ob es benutzt werden kann. Also zu das Thema so das Thema beispielsweise, ich will bestimmte Dinge, dass die das nicht benutzen. Google Books oder so, glaube ich, wäre so ein Dienst, wo man sagen kann, als Administrator, ich schalte das aus. Aber die gibt es auch noch on top. Aber das sind zugesicherte Sachen. Auch Websites, also eine Microsite kann man machen, je nachdem, wie umfangreich die sein soll, im Intranet oder auch nicht. Dann gibt es hier einen Jamboard-Service, das ist so ein Whiteboard, so ein kollaboratives, das ist Gegenstück zu Microsoft Surface Hub, wo man im Prinzip mit mehreren kollaborativ am Whiteboard, ich sage jetzt mal, rumspielen kann und Notizen machen kann. Und zwar eben nicht nur in einem Raum, sondern grundsätzlich auch verteilt. Ich hoffe, das war kurz genug. Danke. Vielleicht noch eine Anmerkung. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das erstens erstellt habe in Google Presentations und zweitens auch mit Google Presentations vorgeführt habe. Deswegen auch zum Beispiel der Balken. Ich sage jetzt mal für diejenigen, die das so gerne machen, es ist wie PowerPoint. Ja, sehr gerne. Ich hätte noch mal eine kurze Frage. Wenn ich eine Datei jemandem teilen möchte, die auf meiner Drive liegt, heißt es bei Google Drive, dass der andere einen Google-Account braucht oder ist das falsch? Nein. Es funktioniert genauso wie bei Dropbox. Das heißt, man kann einfach sagen, erstelle einen Link fürs Betrachten oder bestelle einen Link fürs Bearbeiten. Diesen Link kopiere ich in die Zwischenablage oder teilweise kann ich es direkt aus Google Drive oder so verschicken. Das heißt, mit diesem Link kann ich machen, was ich will. Wenn ich das einmal erstellt habe, kann ich sagen, der Hans Meier oder die Ulrike irgendwas, die hat keinen Google. Ich schicke dir den Link. Und damit kann sie, wenn das ein Bearbeitungslink ist, das bearbeiten. Das heißt, ich schicke beispielsweise einem Kunden von mir einen Link auf ein Word-Dokument, auf ein Google Docs. Und der Kunde von mir kann das bearbeiten, obwohl er keinen Google-Account hat. Bedeutet allerdings auch, wenn derjenige den Link weiterschickt an eine dritte Person, kann die dritte Person genauso bearbeiten. Und man sieht dann im Fenster sozusagen, sieht man dann anonym mit verschiedenen Symbolen bearbeitet, Lila, was er ist da. Faultier oder sowas heißen die. Genau. Was du da ansprichst, ist meines Erachtens eine der riesengroßen Stärken, die Google gegenüber anderen Lösungen, insbesondere Office 365, hat. Also es gibt ja die bei Dropbox gibt es eigentlich nur diese Paper-Lösung. Ne? Also die haben keine Sheets-Implementierung. Also Google Sheets wäre sozusagen Microsoft Excel. Und dann das, was ich jetzt hier benutzt habe, Presentations, ist dann quasi PowerPoint. Das gibt es in Dropbox gar nicht. Und was einige der Office 365-Kunden mir erzählt haben, ist, dass es für die sehr schwierig ist, sozusagen externe einfach zu integrieren. Bei Google ist es nur, ich teile das innerhalb meiner Organisation oder außerhalb der Organisation. Derjenige, der den Link hat, darf gucken, kommentieren oder bearbeiten. Und du kannst dann wirklich mit diesem Link, ohne dich bei Google anmelden zu müssen, das Excel-Spreadsheet bearbeiten. Und das funktioniert gerade in der Zusammenarbeit mit Kunden, die nicht so technisch affin sind, ziemlich gut. Also wenn die dann mit einem Internet Explorer 6 aus dem Konzern dahin surfen, dann gibt es möglicherweise noch Probleme. Aber selbst auf einem Handy lässt sich dieses Spreadsheet mit einem blöden Handybrowser bearbeiten. Das ist schon ziemlich beeindruckend, was Google da geschafft hat.
Und das ist meines Erachtens tatsächlich eine einmalige Funktion, die halt einfach mehr Zusammenarbeit zwischen mir und meinen Kunden an einer Stelle, also one single point of truth, ermöglicht. Ja. Ich habe auch noch eine Frage, wenn das noch in unserer Zeit drin, aber okay. Jamboard, hast du das schon mal benutzt? Hat irgendjemand schon mal dieses Google Jamboard benutzt? Nils? Ja, korrekt. Nils das und der Nils hält sich bestimmt kurz. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es ist unheimlich teuer leider, aber es ist natürlich wahnsinnig sexy. Ja? Wenn man das im Besprechungsraum hat und man quasi damit die Inhalte aufrufen kann und auch verändern kann und es ist schon toll. Aber was, Ja, du kannst damit quasi Notizen machen, wie auf einem Whiteboard sowas, ja. Ja, und die werden eben gespeichert. Das heißt, du musst nicht danach abfotografieren, wie man es früher gemacht hat und dann irgendwie verteilen, sondern der Nächste, der ins Besprechungsraum kommt, startet neu und das Alte ist nicht weg, weil das in deinem Account natürlich gespeichert ist. Ja, du kannst da alles machen. Eigentlich ist es ein riesen Tablet. Ja.